Das Orakel von Delphi erklärte einst Sokrates zum klügsten der Menschen, weil er wisse, dass er nicht weiß. Die weithin übliche Definition des Wissens ist die gerechtfertigte Überzeugung. Und für Meinen und Glauben ist es nicht möglich, objektive Unterscheidungskriterien anzugeben. Nun ist es so, dass eines der höchsten Güter demokratisch verfasster Staaten Meinungsfreiheit heißt. Und das ist abgesehen von den Inhalten immer auch das Recht, in bestimmten Zusammenhängen meinen zu dürfen und nicht wissen zu müssen. Und Wissen wird erst durch Begründung verstehbar und am logischen Begründen, daran scheitern die meisten.